willkommen zu einer neuen Folge von Skyrim. Hier in Schorsstein, wo wir die Mine von den Spinnen befreit haben und wo wir eine Erzprobe abgeholt haben, die wir irgendwo hinbringen müssen. Ich glaube hier hin, ja genau, zu Hafjörg. Und wo plötzlich irgendwelche bezahlten Raufbollen vor uns standen, die nämlich von den Schwarzdorn-Söldnern bezahlt wurden, weil wir, ich vermute jedenfalls, weil wir das Pferd geklaut haben, Frost geklaut haben. So, und wir bleiben in der Nähe. Ich würde gerne die Energiequelle hier in der Nordwindspitze finden. Das ist dort droben vermutlich. Die Frage ist, wie kommen wir hoch? Ich schätze mal hier hinten um die Ecke rum. Und dann da so hoch. Schauen wir mal. Hier liegen übrigens noch die Söldner rum, ne? Und ich habe das mit dem Sänftigen versucht, das hat nicht geklappt. Das, die waren wahrscheinlich zu hochlevelig. Deswegen müsste ich das bald auch mal noch ein bisschen leveln, den Skill, damit ich auch da höherwertige Personen besänftigen kann. Weil das nämlich, glaube ich, ziemlich cool schon. Das ist schon ziemlich cool. Upsi. Die schwarzen Söldner hatte ich ja besänftigen können. Das war ja kein Problem. Das waren so Low-Bobs. Ich glaube nicht, dass ich über diese Seite hochkomme, ne? Ich glaube irgendwie nicht, dass ich über diese Seite hochkomme, oder doch? Hier geht es jedenfalls nicht weiter. Das schaut nicht so gut aus. Naja, zur Not müssen wir einmal um den Berg rumlatschen. Man kennt das ja in Skyrim. So, und ich vermute, das wird dann gleich wieder einen Drachenkampf geben, weil diese Energiequellen sind ja immer Sprüche der Macht, Wörter der Macht, und da ist ja eigentlich meistens ein Drache davor. Das hat zuletzt eigentlich immer einigermaßen gut geklappt mit den Drachen. Das hätte ich jetzt nicht sagen dürfen. Oh, was haben wir denn hier? Orichalcum. Oh, oder Orichalcum. Brauche ich jetzt aber nicht. Wie gesagt, ich wollte mal ein bisschen weniger mitnehmen. Oh, hi. Wollte ja eigentlich dich überraschen. Jetzt überraschst du mich. Finde ich nicht so gut. Finde ich nicht so supi, ehrlich gesagt. Mehr, ich mach dich mit meinem Dolch platt. Was bist denn du für ein Drache? Ich nehme erstmal den Feuerblitz. Wahrscheinlich ist es jetzt ein Frostdrache, ne? Aktive in der Schreie ist dann Feueratem, genau. Ja! Ja, es ist doch richtig. Frostdrache ist doch gut. Blutdrache ist das. Wo ist er? Da. Das hat mich überrascht. Das war nicht so gut von mir. Hier habe ich jetzt keine Deckung. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Uah. Falle, gehe ich lieber erst nochmal in Sicherheit. Vielleicht kämpfen wir da unten gegen ihn. Hm?
jetzt habe ich gerade völlig aus den Augen verloren. Ah, sehr gut, jetzt landet er auch. Ah. Gut. Das. Ja, das geht eigentlich immer ganz gut. Das geht eigentlich immer ganz gut. Sag's schon. Ja, geil. Ja, nice. Nice, nice. Gut, jetzt habe ich wieder Drachenknochen und Drachenschuppen. Die muss ich dann wieder nach Hause bringen, nach Weißlauf. Wie komme ich denn hier wieder hoch? Wo bin ich denn jetzt? Wo bin ich denn hingelatscht? Okay, irgendwie... Irgendwie darum? Hier lang hoch? Nein. Hier lang? Ich glaube, ich war... Ja, ja, doch, hier. Ja, ja, hier bin ich, glaube ich, hochgekommen, ne? Da bin ich, glaube ich, drüber gekommen. Hier bin ich drüber gekommen. Ne, hier nicht. Wo muss ich jetzt hin? Links. Da unten irgendwo? Ist denn dieser Drachengedöns? Da unten. Weiß ich lieber nochmal, was ist hier? Nicht, dass ein Riese ist. Sieht so ein bisschen nach Riese aus. Ach, da. Ach, das ist die. Ah, das ist die Wand von hinten. Aura-Flüstern. Okay. Dann gucken wir doch gleich mal. Ich glaube, wir haben ewig viele Drachenseelen. Ne? Das können wir, glaube ich, direkt aktivieren. Aura-Flüstern. Deine Stimme ist kein Schrei, sondern ein Wispern, das die Lebenskraft aller Freunde und Feinde enthüllt. Die Lebenskraft aller Freunde und Feinde enthüllt. Muss ich mal ausprobieren. Ich lade es auf jeden Fall, ich aktiviere es. Guck mal, ich habe 8 Drachenseelen noch. Ich glaube, ich habe alles aktiviert, was ich habe. Selbst die Sachen, die ich eigentlich gar nicht machen wollte. Naja. So, dann lass mal gucken hier in die Truhe. Was haben wir denn? Ein Diamant. Kann ich endlich eine Diamantspitzhacke machen? Gold, Smaragd, Zauberbuch, Unsichtbarkeit. Geil. Oh, wie geil. Ich kann mich unsichtbar machen. Komm, das machen wir auch mal direkt auf Favorit. Das werde ich wahrscheinlich echt brauchen können. Bei den ganzen Diebessachen. Ja, warte mal, warte mal, warte mal. Boah, das zieht aber saumäßig viel ab, ne? Ja, mega, oder? Ja, mega. Na okay, ich werde sichtbar, sobald ich irgendwas mache. Ja, alles klar. Fair enough. Fair enough. Ja gut, dann haben wir das hier auch gemacht. Wunderbar. Wir sind irgendwie von hinten dran gekommen, ne? Ah, hier ist noch ein Trüchen. Ging auch. Wow, ein Septim. Wow. Nicht hier noch?
Quicksilberbarren. Ich nehme weniger mit inzwischen, aber weil ich es auch einfach nicht mehr brauche, wenn ich das alles verkaufe, was ich zu Hause habe. Bin ich reich. So. Das haben wir. Den Drachen haben wir auch platt gemacht. Jetzt müssen wir. Wir müssen natürlich nach Rifton nochmal zurück. Wir müssen zu Grosta zurückkehren und dir sagen, dass ihr Mann leider verstorben ist. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal zu Wilhelm, beziehungsweise nach. Beziehungsweise hier finde Dings da Überreste. Ich gucke aber mal. Ich reise erstmal. Nee, mache ich nicht. Nee. Wir reisen mal schnell nach. In die Akademie von Winterfest. Da kann ich nämlich zum einen den Ring verzaubern lassen. Und zum anderen kann ich mal gucken, ob ich noch hier irgendwas lernen kann. Ein bisschen trainieren wäre nämlich gar nicht schlecht. Wie viel Uhr haben wir denn? Es ist jetzt 20 nach 11 nachts. Wahrscheinlich muss ich warten, um es dem Verzaubernden zu geben. Die Göttlichen sind euch heute. Drehwes, ich glaube. Dieser Sand. Das Auge von Magnus. Ah, Illusionsmagie. Aber verlob, ich werde euch die Mysterien der finsteren Reiche erläutern. 370. Ja, super. Das ist ja noch richtig günstig. Gut, man sieht aber auch schon, es wird echt langsam. Also quälig, den Stufenaufstieg zu erreichen, ne? Ich habe 5 Sachen trainiert und der Balken da oben nicht wirklich weitergegangen. So, hier, guck mal, du bist ja verzaubernd. Sergius Tujanus. Ich glaube, wir könnten das halbe Ostmarsch sprengen. Und trotzdem würden die Leute noch zu uns kommen, um Sachen verzaubern zu lassen. Ja, hier ist auch übrigens der Gegenstand, den ihr wolltet, zum Verzaubern. Ich werde es auf die Liste der Dinge setzen, die ich noch erledigen muss. Danke. So, ich frage erstmal nicht nach weiteren Sachen. Erstmal die ganzen Sachen wieder abarbeiten, die wir hier haben. So, dann jetzt aber nach Ivarstadt. Ja. Ich hätte mir schon längst machen können mit dem Ring, ne? Na, egal. Wir gucken erstmal nach den Überresten von der guten... der guten Reiter. Oh, hier... Hier soll ich dann noch suchen, echt? Ah, okay. Reiders Beutel. Reiders Halskette. Eisgeist-Szene nehme ich natürlich auch mit. Eismiriam Gold. Ist Karpfen, Schmetterlingsflügel, Silberbarsch. Oh, ich möchte nicht. Der Typ mir leid. Der Navi tut mir leid. Er hat irgendwie auf der anderen Seite da drüben. Er wohnt auch so komisch, ne? Ach nein, ich möchte ihm nicht sagen müssen. Immer muss ich die Sachen sagen. Mein liebster Saufkumpan, besorgt mal ein wenig mit. Oh, Reiter. Jetzt lebt ihr inmitten der Wolken, liebste Reiter. Nee, wir können ihm nicht sagen, dass sie bald wieder zu Hause ist. Dann wartet er doch ewig. Komm, es tut mir leid, Navi. Sie ist tot. Oh nein. Nein. Navi konnte sich nicht verabschieden. Jetzt ist Navi ganz allein. Zumindest hat Navi Reiders Kette. Erinnert Navi an seine Schwester. Danke, dass ihr sie Navi gegeben habt. Navi ist jetzt traurig. Wartet immer noch auf Reiter. Kein Schlaf mehr. Nein. Ach Mann. Der arme Navi. So, wir gehen zu Wilhelm und bringen ihm das Met. Den Met. Die Met. Und dann sind wir hier wieder weg. Ihr seht nicht wie ein Pilger aus. Warum besucht ihr ihn? Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Hier ist eine Lieferung von Romlin. Haltet mal die Luft an. Verdammt nochmal, wollt ihr, dass euch hier alle hören? Entschuldigung, Willi. Die Vereinbarung sieht einen Tausch vor. Ich hoffe, dies ist euch genehm. Gut. Wenn ihr zum Kloster hochsteigt, dann passt auf, wo ihr hintretet.
Es ist ein langer Weg nach... So, dann haben wir das auch. Ach, heute ist ja wirklich Erledigungstag, hä? Dann gehen wir noch einmal... schon wieder schlechte Nachrichten überbringen. Zur Kernholzmühle. Hier bei der Mühle sind nur noch ich und Mutter. Mein Vater ist weg. Ich hoffe nicht, dass ihr Ärger sucht. Was kann ich... Sucht ihr Arbeit? Dann besorgt euch eine Axt und bringt mir so viel Holz, wie ihr nur hacken könnt. Ich habe Liefnas Leiche gefunden. Leifner, Liefner, die können sich auch nicht entscheiden. Nein, das kann nicht sein. Ach du meine Güte. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, er wäre mir untreu gewesen. Ich komme mir so dumm vor. Ich war so dumm. Hilflos hier herumzuhocken und wertvolle Zeit zu verschwenden, wo ich doch schon viel früher hätte Hilfe schicken können. Vielleicht ist ja alles meine Schuld. Nein, ist nicht eure Schuld. Passiert ist passiert. Hier, das sollt ihr haben. Es war sehr freundlich von euch, es mir zu ermöglichen, mit dem Ganzen abzuschließen. Ebenerzbogen der Verdammung. Macht's gut, Kommt Kroster. Ruhig vorbei, wenn ihr wieder einmal in der Gegend seid. Ja, danke. Ich wünsche euch alles Gute. So, wir kehren weiter zurück. Wir kehren weiter zurück. Wir bringen noch die Erzprobe zu. Wie heißt der? Half York? Und dann sind wir, glaube ich, so durch mit dem ganzen Sachen. Das ging eigentlich relativ flott jetzt, ne? So, wo ist er wahrscheinlich im Pub? Ne, da unten irgendwo. Ach so. Das war der... Ach ja, ja, ja. War das der... Nee. Die? Seid ihr hier, um Unterricht zu nehmen, so wie Ingo? Das war die alte Frau. Ja, ja, alles klar. Wart ihr schon in Schorstein? Ich war schon in Schorstein, liebe Hafjörg. Es hat hier schon besser ausgesehen, aber das ist nicht meine Schuld. Ich habe die Erzprobe von Filnia. Danke. Ich werde dafür sorgen, dass Elgrim die Probe untersucht, sobald es ihm sein voller Terminkalender gestattet. Hier. Ich habe ihn ein paar Dinge anfertigen lassen als Entschädigung für eure Mühen. Elixier, 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 alles klar. Wunderbar. Dankeschön. Elixier des Heilers. Denkt an uns, wenn ihr für eure Reise braucht. Jo, das mache ich. Dankeschön. So, dann sind wir hier. Erstmal durch. Ich glaube... Ich habe jetzt tatsächlich hier nichts mehr aktiviert, ne? Verschiedenes. Gut, die Feuersalze, klar. Die Tollkirschen ist auch klar. Das ist das, das ist das. Das ist das bei Marka. Das ist Tempel der Himmelszuflucht. Das habe ich mal deaktiviert, weil die Steine von Barentia werde ich nicht... Also die sind sowieso Questgegenstände. Ich kann die nicht verkaufen oder so. Von daher lasse ich das aus, bis die 24 irgendwann zusammen habe. Das ist in Markart. Das ist Dunkle Bruderschaft. Das ist irgendwo in der Nähe von Einsamkeit, glaube ich. Beziehungsweise bei Drachenbrücke. Das ist in Markart. Und das ist nochmal das Ding in Weißlauf. Warte mal. Ich mach mal Folgendes. Ich mach mal die Sachen an, die ich in Betracht ziehe zu machen. Hier, Markart. Das hier. Das hier. Das hier. Das hier. Das hier. Punkt. Dann lass uns doch mal gucken, wo das alles ist. Das ist jetzt alles im Westen, ne? Ja. Wie machen wir das dann am geschicktesten? Ah ja, okay. Eine Sache ist hier oben. Das ist nämlich die mit der dunklen Brüderschaft. Da würde ich sagen, reisen wir mal nach Einsamkeit. Ich glaube, wir haben eh ein paar Sachen abzulegen. Und dann gehen wir da hin. Hier ist Kartspitze. Achso, das ist der, genau, das ist die Drachenquest. Könnte ich auch weitermachen? Vielleicht machen wir das. Ich würde sagen, jetzt machen wir zwar erst in der nächsten Folge dann. Aber dann würde ich vielleicht hier schnell hinreisen, hier in die Rotadlerschanze, da können wir nämlich hier runterlaufen. Und dann können wir das machen, dann können wir hier rüberlaufen nach Markart, beziehungsweise hier Knauf von Merunes Klinge.
dann haben wir mal wieder ein bisschen was erledigt. Dann würde ich jetzt gerade noch mal schnell nach Weißlauf reisen. Ja. Ein paar Dinge ablegen. Zumindest nehme ich die Drachen. Ich habe schon 23 Knochen und 33 Schuppen. Wow. Genau, zumindest die... Gut, den Diamant kann ich ja auch ablegen. Die Drachenknochen, die Drachenschuppen. Goldgranatstein kann ich hier reinpacken. Das sind alles Seelensteine. Hier haben wir noch einen makellosen Granatstein, einen Smaragd. Seelenstein, Seelenstein, Saphir, Stein von Marentia. Wie gesagt, muss ich eben Gepäck behalten. Dann haben wir noch ein paar Bücher. Kaufvertrag und Kontrakt. Ich vermute mal den Kaufvertrag. Das ist ja ein Questgegenstand. Aber den Kontrakt, den kann ich wahrscheinlich ablegen, oder? Ja, genau. Dann haben wir noch ein paar Zutaten. Die müsste ich dann eigentlich nach Einsamkeit bringen. Zaubertränke, Elixier der Tarnung, Beschwörer, bla bla bla, Heiler. Komm, ich behalte die erstmal. Vielleicht verkaufe ich die irgendwann. Jade-Diadem mit Saphir müsste ich auch nach Einsamkeit bringen zum Verzaubern. Genau wie den silbernen Rubinring. Ebenerzbogen der Verdammung. Könnte ich mal gucken, ob ich den entzaubern kann. Und wenn nicht, dann würde ich den verkaufen. Dann einmal schnell nach Einsamkeit. Bräuchten so eine U-Bahn hier, ne? So eine U-Bahn-Verbindung zwischen Einsamkeit und Weißlauf. Ah, es ist gerade abends. Ne? Ich wollte gerade sagen, ah, es ist gerade schon wieder morgens, aber... Es wird gerade Nacht. Ja, ich glaube, es wird jetzt auch Zeit, dass wir nach Markarth kommen, damit wir so alle... Ecken von Himmelsrand mal grob entdeckt haben. Das kann man nach 130 Folgen dann irgendwann mal erwarten. Noch längst nicht alles aufgedeckt natürlich. Noch längst nicht alle Höhlen besucht und alle Point of Interest besucht, aber ja. Das Einzige, was ich nicht ablegen darf, ist die Tollkirsche. Ich glaube, ich lasse auch mal ein paar Seelensteine hier. So viele, wie ich dabei habe, gefüllte, kann ich überhaupt... Achso, warte mal ganz kurz. Genau. Kann ich das entzaubern? Entzaubern? Nein. Ach so. Ja, Seelenstein füllen. Klar. So, Waffen war das nicht, aber Bekleidung haben wir hier einmal das Jade-Diadem und dann einmal den silbernen Rubinring. Warum haben wir denn immer noch 113? Ach, wegen den Zaubertränken, die wir alle bekommen haben wahrscheinlich, ne? Ja, gut, den Bogen müssen wir noch abnehmen, wegen des Bogens, Gewicht 16, deswegen, ja. Und wie gesagt, ich würde, glaube ich, gerade mal ein paar Seelensteine hier reinpacken, gefüllt mit gewöhnlicher Seele. Vielleicht nehme ich den schwarzen Stern mit. Wäre sowieso ganz gut und dann kann ich nämlich, weil ich habe eh nur noch den Dolch, den ich aufladen muss. Ich hatte die ja immer mitgenommen, weil ich irgendwelche Dinge aufladen muss. Leer, gewöhnliche Seele, gefüllt. Ich glaube, ich lege alle mal gefüllten ab, bis auf den schwarzen Stern, den nehme ich mit. Das reicht dann nämlich auf jeden Fall auch zum Aufladen für den Dolch, falls der nochmal leer gehen sollte. Was? 11 mächtige Seelen. Wow. Geil. So, jetzt ist das doch ein bisschen übersichtlicher hier. Und auch ein bisschen weniger Tragelast. Und dann packen wir das gerade noch hier rein. Zum Verkaufen. Achso, ich habe übrigens alles verkauft, was nicht mit VKF anfängt, weil ich dann besser weiß, was ich zu verkaufen habe. Nämlich alles noch hier. Das, ja. Aber, also,
erstmal die Sachen, wo es nicht ganz klar war. Jetzt ist wieder eins drin, wo es nicht ganz klar ist, aber egal. Ey, weiß Bescheid, ne? Weiß Bescheid. So. Dann lass uns mal überlegen. Also wie gesagt, nach Drachenbrücke könnte man noch reisen. Komm, das machen wir noch schnell. Das machen wir noch schnell. Einmal nach Drachenbrücke. Kartspitze mache ich dann, wie gesagt, nächste Folge, aber bei Drachenbrücke, das kriegen wir noch hin. Da würde ich aber trotzdem mal ganz kurz schlafen gehen. Gut, wir können ruhig früh, sehr, sehr früh aufstehen. Also 12 Stunden wäre ja 8 Uhr. 10 Stunden wäre 6 Uhr. Ja, lass ruhig mal um 4 aufstehen. Oder mal um 5. 5.30 Uhr ist eine gute Zeit zum Aufstehen. Dann können wir nämlich nach Drachenbrücke reisen. Dann ist es hoffentlich immer noch früh genug. Und nicht schon wieder mitten am Tag. Dann hat man auch was vom Tag. Und dann reden wir da gerade noch mit dem Kommandanten. Und dann gucken wir mal, dass wir da mit der dunklen Bruderschaft auch weiterkommen. Deren Zerstörung. Ja, Zerstörung. So, schnell nach Drachenbrücke gereist. Zacki, zacki. 8.52 Uhr, ja, perfekt. Mal gucken, das ist wahrscheinlich hier. Der Kommandant ist vermutlich hier in dem Außenposten des Penitus Oculatus. Da ist er. Kommandant Maro. Ja? Eine Wache hat mich geschickt. Ich habe den Anführer der dunklen Bruderschaft getötet. Die Anführerin der dunklen Bruderschaft? Ihr meint Astrid? Ja. Tot? Mhm. Und das ist kein Scherz? Uh-uh. Ha! Das sind doch mal gute Nachrichten. Ich beobachte die dunkle Bruderschaft schon lange und warte auf den richtigen Augenblick für einen Angriff. Und das ist er! Meine Leute haben vor kurzem die Losung für ihren Unterschlupf herausgefunden. Still, mein Bruder! Jeder Attentäter in diesem Loch muss getötet werden! Ihr habt es geschafft. Ihr habt ihre Anführerin getötet. Diese Ehre gebührt euch. Tut es und ihr werdet fürstlich entlohnt. Okay. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr im falschen Gebäude seid. Nee, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich im richtigen Gebäude bin. Gut, dann haben wir das gemacht. Dann wissen wir jetzt, was wir tun müssen. Ist das aktiv? Wissen wir denn überhaupt, wo... Ja, das ist aktiv. Törte jeden, den... Guck mal, hier waren wir halt dieses Grab. Ups, haben wir auch noch nicht mal einen Falkenring, ne? Da müssen wir auch noch... Okay, das würde ich dann vielleicht dann nochmal deaktivieren. Genau, das würde ich deaktivieren. Wie gesagt, dann gehen wir in der nächsten Folge zur Kartspitze. Ach, die Kartspitze ist hier irgendwie auf einer Insel, ne? Dann lass uns vielleicht doch... Komm. Es ist zwar jetzt schon fast vorbei, aber ich habe jetzt irgendwie gerade noch Lust, dahin zu reisen. Dann reise ich da schon mal schnell hin. Und dann machen wir das, wie gesagt, das hier. Und dann, ich würde dann aber von hier aus, muss ich ja sowieso. Also ich könnte natürlich noch hierhin schnell reisen, aber von da müssen wir dann eh laufen. Deswegen ist das jetzt die letzte Schnellreise für eine ganze Weile. Ich gucke jetzt gerade mal nicht, dass es jetzt schon wieder Nacht ist. Ich hoffe nicht, weil eigentlich ist der Weg nicht so weit. Es ist 2.20 Uhr. Okay, da oben sind Abgeschworene, aber ich will ja eigentlich gar nicht hier hin, sondern ich will ja eigentlich... Eigentlich will ich so darunter. Gucken wir mal, ob die mich... Na, einer hat mich gesehen, aber... Kartspitze ist wahrscheinlich da oben, nehme ich an, hä? Kartspitze? Obwohl, nee, das Symbol ist da... Da irgendwo. Ach, ja, das war hier. Das war hier, okay. Da muss ich erst die ganzen Abgeschworenen... Was machen oder komme ich aus? Ich gucke mal, ob ich außenrum hinkomme, ohne die jetzt hier zu erregen.
Da vorbei komme ich nicht, ne? Gut, ich könnte mich unsichtbar machen. Oh ja, das ist eine gute Idee. Komm, das probieren wir mal. Das machen wir mal. Gucken wir, ob uns die Krabbe bemerkt. Geil. Das ist ja mega geil, ha? Da ist noch eine. Oh, ein Nimbus. Ach ja, jetzt kam ich wieder nicht hier. Aber ich bin ja eigentlich jetzt auf der richtigen Insel, ne? Ich bin jetzt eigentlich auf der richtigen Insel hier. Also ich muss jetzt nicht darüber. Ich kann schon hier am Fluss weiter entlang gehen. Die Frage ist, guck mal da oben. Ah, die haben gegen Krabben gekämpft. Glorreich gegen Krabben gekämpft. Aber ist weg. Nice. Alt. Freundlich. Warte mal, ich speichere mal hier. Ich habe das Gefühl, ich bin gleich einmal rum. Ja, es ist noch ein Stück. Bin ich beim Schwimmen auch noch unsichtbar? Achso, ich war eben nicht mehr unsichtbar, weil ich die Kiste geöffnet habe, ne? Kann das sein? Ja.
Ich glaube, ich komme nicht drum rum, da unten irgendwie vorstellig zu werden, ne? Oder? Ah, schön, die greifen den schon mal an. Das ist schon mal gut. Dann lenkt er die schon mal ab. Ah, guck mal hier. Da unten ist das. Na toll. Der Drache hat mich entdeckt. Jetzt bin ich wieder versteckt. Okay, alles gut. Heißt, ich könnte jetzt theoretisch... Hier geht's rein. Okay, hier geht's rein. Alles klar, ich kann hier reingehen, aber ich bin direkt in der Nähe von irgendwelchen Abgeschworenen, ne? Naja, aber das muss mich ja nicht stören. Ich gehe jetzt hier rein. Also, jetzt nicht jetzt, sondern in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.